Ottfried Preußler aus dem Buch Der Engel mit der Pudelmütze, die Geschichte von Herrn KUK Bezirksschulinspektor Richter aus Reichenberg, vom Herrn Oberlehrer Tschiedl und dessen Niederberzdorfer Schulkindern sowie von einer denkwürdigen Unterrichtsstunde in der deutschen Sprache. An der zweiklassigen Volksschule von Niederberzdorf hat damals der Herr Oberlehrer Johann Tschiedl unterrichtet, und zwar meistens die Kinder des dritten und vierten Schuljahres gemeinsam in einer Klasse. Er ist weit und breit als besonders tüchtiger Lehrer bekannt gewesen, und weil sich das mit der Zeit herumgesprochen hat, so ist man schließlich sogar bei der kaiserlich-königlichen Landesschulinspektion zu Prag auf den Gedanken gekommen, ob man nicht vielleicht den Herrn Oberlehrer Tschiedl zum KUK-Musterlehrer ernennen sollte. Der Herr Oberlehrer Tschiedl in Niederberzdorf hat von solchen Erwägungen seiner obersten Dienstbehörde allerdings nichts gewusst und auch nichts geahnt. Er hat seine Niederberzdorfer Schulkinder gewissenhaft unterrichtet, wie alle Zeit, und nebenbei seinen kleinen Garten gehegt und die Bienenstöcke hinter dem Schulhaus versorgt. Der Herbst war gekommen, es ging auf den Winter zu. Die letzten Astern im Garten waren längst abgeschnitten, die Rosenbeete mit Reisig zugedeckt, die Bienenvölker nach allen Regeln der Imkerei eingewintert. Dann gingen die ersten Fröste über das Land, der erste Schnee fiel und bald stand auch diesmal wieder das Weihnachtsfest vor der Tür. Unterdessen hatte man sich bei der K&K Landesschulinspektion zu Prag endgültig dahin entschieden, den Herrn Oberlehrer Tschiedl vor der ins Auge gefassten Beförderung ein letztes Mal visitieren zu lassen, und zwar zuständigkeitshalber durch den Herrn K&K Bezirksschulinspektor Richter in Reichenberg. Und weil man ja zur Genüge weiß, wie zeitraubend und beschwerlich der Dienstweg bisweilen sein kann, so wird man sich darüber nicht wundern dürfen, dass mittlerweile bereits die Weihnachtswoche angebrochen war, als der Herr K&K Bezirksschulinspektor Richter endlich die amtliche Weisung in Händen gehalten hat, dass er unbedingt noch vor Ablauf des Jahres den Herrn Oberlehrer Tschiedl Johann in Niederberzdorf einer dienstlichen Visitation unterziehen muss. Am Tag vor dem Heiligen Abend, dem letzten Schultag vor Weihnachten, ist es bitterkalt gewesen. Da hat sich in der Frühe von einem Pferdeschlitten nach Niederberzdorf hinausfahren lassen der Herr Inspektor aus Reichenberg. Es haben sich ja die beiden Herren seit langem gekannt und geschätzt, und der Herr Bezirksschulinspektor Richter hat zum Herrn Oberlehrer Tschiedl ausdrücklich gesagt, dass es sich wirklich nur um eine bloße Formalität handelt, wenn er ihn heute weisungsgemäß besuchen kommt. Die Schulkinder des dritten und vierten Schuljahres, 16 Jungen und 19 Mädchen, sind in den Dreierbänken gesessen wie hingemalt, und es ist eine wahre Freude gewesen, wie brav und eifrig sie sich verhalten haben im Unterricht. In der Rechenstunde beim Kopfrechnen mit dem großen und kleinen Einmaleins hat es von richtigen Fragen nur so geschnurrt. Und wie der Herr Oberlehrer Tschiedl dann zu den Textbeispielen übergegangen ist, da hat er für den letzten Schultag vor Weihnachten lauter Rechnungen vorbereitet. Die haben allesamt mit dem lieben Christfest zu tun gehabt, mit der Weihnachtsbäckerei und mit Äpfeln und Nüssen und Hutzelbirnen. Den Kindern hat diese Rechnerei großen Spaß gemacht, und hinten im Lehnstuhl neben dem Ofen, da hat sich der Herr K&K Bezirksschulinspektor Richter schon vorsorglich ein paar lobende Anmerkungen für den Visitationsbericht aufnotiert. Die zweite Stunde ist eine Rechtschreibstunde gewesen. Da hat der Herr Oberlehrer Tschiedl mit seinen Schulkindern die Wortfamilie Weihnachten durchgenommen, wobei sie gelernt und begriffen haben, weshalb man Weihnachten und alles, was sonst noch mit dem Zeitwort Weihen zusammenhängt und mit einem H nach dem Ei zu schreiben ist.
Und zwar ist das in diesem Falle kein Dehnungshaar, weil es bekanntlich nach Doppelselbstlauten keine Dehnung gibt, sondern ein Herkunftshaar als besonderes Merkmal der ganzen Familie. Und auch mit dem Verlauf dieser zweiten Stunde hat der Herr K&K Bezirksschulinspektor außerordentlich zufrieden sein können. Und das hat er dem Herrn Oberlehrer Tschiedl während der anschließenden Pause auch ausdrücklich zu verstehen gegeben. Die dritte und letzte Visitationsstunde ist dann der deutschen Sprachlehre vorbehalten gewesen, um genau zu sein, der Betrachtung und Anwendung von Wenn-Dann-Sätzen unter besonderer Einübung der entsprechenden Beistrichregel. Allerdings hat die Stunde zunächst überhaupt nicht so angefangen, dass man sich hätte vorstellen können, was daraus einmal werden soll. Nämlich fürs Erste hatte Herr Oberlehrer den Schulkindern lediglich eine Weihnachtsgeschichte erzählt, und zwar die Geschichte von einem gewissen Felix aus Wurzelsdorf, welcher zwar kein besonders braver, jedoch ein guter Junge gewesen ist. Und der Herr Tschiedl hat die Geschichte genau bis dorthin erzählt, wo in der heiligen Nacht der kleine Engel beim Felix ans Fenster klopft und ihn auffordert, mitzukommen nach Bethlehem. Hier aber, wo die Geschichte vom Felix besonders spannend wird, hat der Herr Tschiedl sie einfach abgebrochen. Was nämlich weiter geschehen ist, meint er, das alles werden sich ja die Kinder mit Leichtigkeit ausmalen können, wenn sie sich vorstellen, dass ihnen selber zur nächtlichen Stunde ein kleiner Engel durchs Fenster zuruft, sie sollten mit ihm nach Bethlehem kommen, zur Krippe im Stall. Wie er das kaum gesagt hat, da haben sich sämtliche Kinder zur Antwort gedrängt, selbst der Appeltwilli aus dem dritten und die Bienerdrosel aus dem vierten Schuljahr, welche sich üblicherweise am Unterricht äußerst sparsam beteiligen. Die Rosel aus angeborener Schüchternheit und der Willi, wir müssen es leider sagen, weil er eben nicht ein Ausbund an überschäumender Klugheit gewesen ist. Und so hätten die Kinder am liebsten jetzt alle gleichzeitig losgelegt, denn samt und sonders hatten sie viel zu sagen zu dieser Frage. Es hätte indessen der Herr Oberlehrer Tschiedl nicht der Herr Oberlehrer Tschiedl sein dürfen, wenn es ihm nicht gelungen wäre, die Kinder zur Ruhe zu bringen. Was tut er? Er nimmt die Kreide zur Hand und schreibt an die Wandtafel, wenn ich dem Engel nach Bethlehem folgen darf. Und dann hat er mit roter Kreide hinter das Zeitwort darf einen dicken Beistrich gesetzt und mit weißer Kreide 3 Punkte hinzugefügt. Ausgenommen der Appeltwilli haben die Kinder sogleich verstanden gehabt, was das soll. Und nun haben sie, wie gewünscht, die Wenn-Dann-Sätze unter Berücksichtigung der Beistrichregel eingeübt. Zuerst hat ausgerechnet die Bienerdrosel immer vorlesen dürfen, wenn ich dem Engel nach Bethlehem folgen darf. Hierauf haben die übrigen Kinder gemeinsam Beistrich gerufen und nun haben sie einzeln fortfahren dürfen, jeweils ein Junge im Wechsel mit einem Mädchen. Dann ziehe ich mir warme Kleider an, hat der krause Reini gesagt. Und die Rückert-Mariechen hat sich vernehmen lassen, dann bind ich mir das wollene Kopftuch um. In dieser Art ist es weitergegangen. Die Kinder haben fürs Erste davon berichtet, wie sie sich für den Weg nach Bethlehem anziehen werden, nämlich so warm wie möglich. Und hierauf haben sich darüber Gedanken gemacht, welche Geschenke sie mitnehmen wollen zur Krippe. Ein Federbett für das liebe Jesulein, Handschuhe für die Mutter Gottes und für den heiligen Josef, ein paar warme Filzpotschen für die Füße. Andere haben Tannenzapfen und Reisig, Kienholz und Buchenscheiter mitbringen wollen, damit die heilige Familie genug zum Heizen hat. Und die Resel, Anni, hat sogar gemeint, sie wird der Mutter Gottes und dem heiligen Josef einen schönen heißen Kaffee kochen, dort im Stall, damit sie sich daran aufwärmen können. Dies alles ist Schlag auf Schlag gegangen und stets mit dem Beistrichruf an der richtigen Stelle. Und eigentlich hätte der Herr K&K Bezirksschulinspektor vom Verlauf dieser Unterrichtsstunde mindestens ebenso begeistert sein müssen wie die Schulkinder. Aber je weiter die dritte und letzte Visitationsstunde ihren Fortgang genommen hat, desto erschreckender ist an den Tag gekommen, dass sich die Niederberzdorfer Schuljugend von den Gegebenheiten im biblischen Städtchen Bethlehem ein absolut unzutreffendes Bild macht.
Und weil der Herr Oberlehrer Tschiedl keinerlei Anstalten getroffen hat, den irrtümlichen Vorstellungen seiner Schülerinnen und Schüler entgegenzutreten, so ist dem Herrn Schulinspektor Richter nichts anderes übrig geblieben, als dass er persönlich sich in den Unterricht einschalten müssen hat. Er ist also aus dem Lehnstuhl neben dem Ofen aufgestanden, hat sich unter mehrfachem Räuspern nach vorne zur Tafel begeben und hat zum Herrn Oberlehrer Tschiedl gesagt: Erlauben Sie, Herr Kollege, dass ich die Weiterführung der Stunde von jetzt an selbst übernehme? Und dann hat er sich an die Kinder gewandt mit den Worten: Aus allem, was ich bisher gehört habe, musste ich leider den Eindruck gewinnen, dass euer Wissen in biblischer Hinsicht ungemein dürftig ist. Ihr tut ja nichts anderes, als möchte das Städtchen Bethlehem irgendwo hier in der Nähe liegen, sagen wir zwischen Kratzau und Machendorf. Dem ist aber nicht so. Und nun hat er den Niederberzdorfer Schulkindern beizubringen versucht, wie man das biblische Bethlehem sich gefälligst vorzustellen hat. Dass es dort weder Schnee gibt noch Eis, sodass man sich keineswegs Stroh in die Schuhe zu stopfen braucht wegen der Winterskälte. Nämlich man geht dort barfuß oder man trägt Sandalen zu leichter morgenländischer Kleidung. Und selbstverständlich gibt es im Krippenstall keinen Ofen, den man mit Tannenzapfen und Holzscheitern heizen müsste, um beispielsweise Kaffee zu kochen darauf. Und so ist er nach besten Kräften bemüht gewesen, den Schülerinnen und Schülern ein wahrheitsgetreues Bild vom biblischen Bethlehem zu vermitteln, mit dem Erfolg, dass die Kinder darüber ganz kleinlaut und traurig geworden sind. Nämlich, das biblische Bethlehem hat nicht halb so lieb und vertraut ihnen vorkommen wollen, als ihr bisheriges, welches ungefähr zwischen Kratzau und Machendorf hätte liegen können. Wie dann der Herr Inspektor der Meinung gewesen ist, dass alles genugsam erklärt und richtiggestellt sei, hat er die Kinder aufgefordert, in der Einübung der Wenn-Dann-Sätze fortzufahren, jetzt aber wohlbemerkt, auf der Grundlage dessen, was er soeben vom wahren, vom biblischen Bethlehem ihnen berichtet habe. No, wer traut sich und macht den Anfang? Aber die Niederberzdorfer Schulkinder haben sich nicht getraut. Die haben mit hängenden Köpfen in ihren Dreierbänken gesessen und keinen Mucks getan. Bloß der Appelt-Willi hat von den Worten des Herrn Inspektors sich nicht beirren lassen, weil er sie vermutlich ohnehin nicht verstanden hat, und so hat er sich also in aller Unschuld gemeldet. Und wie ihn der Herr Inspektor aufruft, da kann der Willi ihn endlich loswerden, den mit beträchtlicher Anstrengung von ihm vorbereiteten Satz, in dem er mit halbgeschlossenen Augen und fester Stimme hinausposaunt: Wenn ich dem Engel nach Bethlehem folgen darf, / dann tue ich dem heiligen Josef eine große Flasche Schnaps mitbringen, damit er sich keinen Schnupfen holen muss bei der Hundekälte. Weitere Übungssätze sind von den Niederberzdorfer Schulkindern nicht zu haben gewesen an diesem Vormittag. Und weil ohnehin mittlerweile das Ende der dritten und letzten Stunde gekommen war, hat der Herr Oberlehrer Tschiedl das Beste getan, was er tun konnte. Er hat seine Geige hervorgeholt und hat mit den Kindern zweistimmig »O du Fröhliche« gesungen. Dann haben die Kinder im Chor »Gesegnete Weihnachten, Herr Oberlehrer« gerufen und anschließend auf einen ausdrücklichen Wink von Herrn Tschiedl hin auch noch »Gesegnete Weihnachten, Herr K.O.K. Bezirksschulinspektor!« »No, gesegnete Weihnachten!« Wie er am zeitigen Nachmittag wieder nach Hause gekommen ist, der Herr K.O.K. Bezirksschulinspektor Richter, da hat er sogleich sich im Wohnzimmer an den Schreibtisch gesetzt und hat damit anfangen wollen, den Visitationsbericht zu Papier zu bringen, vorerst nur im Entwurf, versteht sich. Aber die Frau Bezirksschulinspektor hat es dazu nicht kommen lassen. Nämlich, sie hat eine Menge von Sachen gehabt, die alle noch unbedingt vor den Feiertagen haben erledigt sein müssen. Beispielsweise der Einkauf des Weihnachtskarpfens und dessen Abschlachtung, der Erwerb und die Aufstellung eines Christbaums in angemessener Größe sowie der Versand von Festtagsgrüßen an den Herrn Bürgermeister und einige weitere hochgestellte Persönlichkeiten in der Stadt Reichenberg. »Du wirst nicht von mir verlangen können, dass ich das alles alleine mache«, hatte sie gesagt.
Und demzufolge hatte sich der Herr Inspektor dazu entschließen müssen, dass er die Konzipierung des Visitationsberichtes auf morgen verschiebt, das heißt auf den Tag vor dem Heiligen Abend. Da ist dann der Karpfen bereits geschlachtet gewesen, der Christbaum war glücklich aufgestellt und geschmückt und die gestern noch mit der Abendpost aufgegebenen Glückwünsche mussten inzwischen die Adressaten bereits erreicht haben. In der Zeit vor dem Nachtmahl erst, während die Frau Inspektor sich in der Küche der Zubereitung des Weihnachtskarpfens gewidmet hat, ist es dem Herrn Inspektor dann möglich gewesen, wenigstens jenen Teil des Berichtes zu konzipieren, der ihm das meiste Kopfzerbrechen bereitet. Nämlich bei aller Würdigung dessen, was der Herr Tschiedl an ungewöhnlichem Fleiß und Lehrgeschick an den Tag legt, wird man doch leider die Tatsache nicht verschweigen dürfen, dass er es mit der biblischen Unterweisung der Jugend nicht übermäßig genau nimmt. Es muss hier zur Ehre des Herrn KUK Bezirksschulinspektors Richter mit allem Nachdruck vermerkt werden, dass ihm sogar die Entwurfsweise Niederschrift des bewussten Abschnitts überaus schwer gefallen ist. Und so hat er die Feder nur allzu gern aus der Hand gelegt, wie dann die Frau Inspektor nach ihm gerufen hat, weil inzwischen der Tisch gedeckt und der Karpfen fertig gewesen ist. Nach dem Weihnachtsmahl und der Bescherung hat dann der Herr Inspektor es sich im Lehnstuhl bequem gemacht und während die Frau Inspektor ein wenig Klavier gespielt hat, hat sich der Herr Inspektor zwei Stamperln Karlsbader Becherbitter genehmigt, das doppelte Quantum wie sonst. Daran anschließend ist man zu Bett gegangen, ein bisschen später als üblich, weshalb denn die Frau Inspektor nach wenigen Atemzügen bereits entschlummert ist. Hingegen vermochte der Herr Inspektor trotz zweifachen Becherbitters beim besten Willen nicht einzuschlafen. Nämlich mit einem Male ist ihm der Visitationsbericht wieder eingefallen, den er ja nach den Feiertagen abschicken müssen wird. Deshalb hat er sich in Gedanken den Ablauf der fraglichen Unterrichtsstunde noch einmal vergegenwärtigt. Und wie er zu jener Stelle gekommen ist, wo von dem kleinen Engel die Rede war, der ans Fenster geklopft hat, was muss er da plötzlich hören, der Herr Inspektor? Er hört, wie ein Engel bei ihm an die Schlafzimmertüre klopft. Und er sieht, wie der Engel zu ihm hereinschwebt, ein großer, ein ausgewachsener Engel mit wallendem Haupthaar und herrlich geschwungenen Fittichen. »Kommen Sie bitte schön mit mir nach Bethlehem«, fordert der Engel ihn auf. Und wie nun der Herr Inspektor zum Kleiderschrank eilen will, um sich anzukleiden mit Frack und Zylinder, wie er es dem festlichen Anlass schuldig zu sein verschmeint, da stellt sich der Engel im Kopf schüttelnd auf den Weg. »Was soll's?« fragt er, auf den Spiegel überm Frisiertisch der Frau Inspektor deutend, und siehe, wie der Herr Richter sich darin anblickt, da ist er mit einer von jenen leichten morgenländischen Trachten bekleidet gewesen, wie er sie von den Anschauungsbildern zur biblischen Unterweisung kennt. Und es wundert ihn nicht im Mindesten, dass er zu solcher Gewandung nicht die gewohnten Schuhe, sondern Sandalen trägt. »Nun«, fragt der Engel, »sind Sie bereit, Herr K&K Bezirksschulinspektor?« Und ohne, dass er die Antwort abwartet, nimmt er den guten Mann in die Arme und schwingt mit ihm durchs Fenster hinaus in die heilige Nacht. Dann fliegt er mit ihm dahin, dass es nur so rauscht und braust. »Gleich«, denkt der Herr Inspektor, »gleich sind wir in Bethlehem.« Und schon meint er, tief unten die Palmen und Feigenbäume zu sehen, die weißen Häuser des biblischen Städtchens, die flachen, im Mondlicht schimmernden Dächer. Was aber sieht er in Wirklichkeit, wie er näher hinschaut? Er sieht ein verschneites Tal, von verschneiten Fichtenwäldern gesäumt, mit verschneiten Häusern und Hütten im heimischen Blockwandbau und darüber den Weihnachtsstern. »Ist das Bethlehem?« »Ja«, sagt der Engel zum Herrn Inspektor,
Ja, das ist Bethlehem. Damit hat er ihn drunten abgesetzt, vor dem Stall mit der Krippe, in leichter morgenländischer Tracht, wie gesagt, und mit ebenso leichten Sandalen in morgenländischer Art, wie wir gleichfalls bereits gehört haben. Und es ist kalt gewesen in Bethlehem, bitterkalt, tiefster Winter, kurzum voller Eis und Schnee, mit Eiszapfen, die vom Dach des Stalles herabhängen, starr und schwer. Und Gesang ertönt aus der Höhe, Chorgesang. Auf dem Dachboden über der Krippe, da hat sich der Reichenberger Deutsche Lehrerinnen- und Lehrergesangsverein Silcher postiert gehabt, und nun singen sie dort im gemischten Chor, jedoch warm gewandet, erlesene Weihnachtslieder. Und unten, neben der Krippe, wer kniet da inmitten der Schar seiner Niederberzdorfer Schulkinder, ausgestattet mit einer pelzgefütterten Überzieher nebst Dito Mütze? Nur wer schon? Andächtig kniet er da vor dem lieben Jesulein und der Mutter Gottes, der Herr Oberlehrer Johann Schiedl aus Niederberzdorf. Und es dauert eine ganze Weile, bis er den Herrn K&K Bezirksschulinspektor Richter bemerkt, welchen es jämmerlich friert in der leichten morgenländischen Tracht. Dann aber, wie er zufällig ihn erblickt hat, der gute Herr Schiedl, da gibt er sogleich seinen Schulkindern einen Wink. Und jetzt nimmt sich die Bienerdrosel des frierenden Herreninspektors an. Bittschön, sagt sie bei aller ihr angeborenen Schüchterheit, ob sich der Herr Inspektor nicht ein bisschen aufwärmen kommen möchte? Dann nimmt sie ihn bei der Hand und führt ihn zum Ofen. Die Bienerdrosel. Die Niederberzdorfer Schuljugend hat ja dafür gesorgt, dass genügend Heizstoff vorhanden ist. Nicht genug damit. Nämlich die Resel-Annie hat auf dem Ofen einen Kaffee gekocht, heiß und stark. Davon bietet sie eine Tasse dem Herrn Inspektor an. Und der Appelt-Willi, wie angekündigt, hat eine Flasche Schnaps von zu Hause mitgebracht. Den flößte dem Herrn Inspektor schluckweise ein, bis es ihm davon wärmer und immer wärmer wird. Und im Kopf, mit Verlaub zu sagen, wird es ihm immer unbestimmter davon, gleichsam, als möchte er sich allmählich benebeln von innen her. Aber dem lieben Jesulein in der Krippe, dem hat er trotzdem noch seine Aufwartung machen können, der Herr Inspektor, in Würde, das sei gesagt, ohne jegliche noch so geringe Schwankung von Leib und Seele. Danach aber, wie er den Segen empfangen hatte, sind ihm die Sinne geschwunden. Und niemand wird sagen können, woran das gelegen hat, ob an der Segensfülle oder an Appelt-Willi aus Niederberzdorf und seinem Schnaps oder sonst woran. Wie er jedenfalls aufgewacht ist am heiligen Weihnachtsmorgen, da hat der Herr K&K Bezugsschulinspektor Richter in Reichenberg nichts Eiligeres zu tun gehabt, als dass er den gestern entwurfsweise niedergeschriebenen Visitationsbericht in den Ofen gesteckt und verbrannt hat. Nämlich, das wird man zwar leider Gottes der K&K Landesschulinspektion zu Prag kaum beibringen können, falls aber er, der Herr K&K Bezugsschulinspektor Richter in Reichenberg, einigermaßen zutreffend unterrichtet ist, scheint in der Tat das wahre, das wirkliche Bethlehem irgendwo in der nächsten Nähe zu liegen, sagen wir ungefähr zwischen Kratzau und Machendorf.